Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterigos Curse of the Stars. Jo, ich habe jetzt hier mich noch ein bisschen umgeschaut, jetzt wirklich mal auch vorbereitet, was diesen neuen Patch angeht. Jo, und habe ein, zwei Dinge verändert. Und zwar springen mache ich jetzt auf dem linken Stick und habe Ansturm auf RT gelegt. Finde ich eigentlich ein bisschen angenehmer. Einfach nur einmal draufdrücken, dann läuft man hier schnell. Und wenn ich dann doch irgendwo mal springen muss, dann mache ich halt den linken Stick da rein und dann passt das. Finde ich so ein bisschen angenehmer. Eigentlich ist es umgekehrt, aber jo, so mache ich es jetzt mal. Und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ansonsten lasse ich jetzt mal die Mine so drin. Haben wir, also jetzt hier das, was wir das letzte Mal da geskillt haben. Ja, wobei, ich sehe gerade die Ausdauer. Ne, das ist alles noch relativ gleich geblieben. Ich glaube, da habe ich einfach nur falsche Erinnerungen gehabt. Habe ich ganz wenig, also ich dachte im letzten Part irgendwie, ich würde mehr Ausdauer verlieren oder so. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Habe ich generell ganz wenig Erfahrungspunkte nur von dem Boss bekommen? Ja, muss ja, ne? Muss ganz wenig gewesen sein. Gut, der war auch echt keine Schwierigkeit mehr für uns. So, und hier können wir jetzt, wie gesagt, rechts und links wahrscheinlich reingehen. Und jetzt springe ich natürlich auch direkt schon und habe den falschen Button genutzt. Traumhaft. Das kann ja noch was werden. Ich hätte jetzt hier eigentlich eine Serin erwartet. Eine verzweifelte Lage. Na, da vorne vielleicht. Is for you to retreat to the bazaar. I wish I could, but the people I contacted only want to shelter me. I'm still trying to convince them to take in these refugees too. Just wait for me. Your position won't hold sway. We're in turbulent times now, and you know it. You can't take all of them. It's time to make a choice. This is about my faith and the people's trust in me. If I abandon them this time, I'll do it again, and they know that. I can fabricate an excuse to get you out, and it won't harm your reputation. How can that be if I'm the only survivor? My fate is linked to each and every one of these people. I repeat, protect them. I'm going to leave them to their fate. I am only responsible for you. So that's that. You don't even listen to me now? Do you want me to be such a pathetic Arkham? Do you want me to break your oath? What if I say we can't make it? Give me a few days. I'll make a decision as soon as I hear from the people at the bazaar. Ja, hier vorne wird es wahrscheinlich zu der Tante gehen. Ja, wie ich jetzt hier das Licht nochmal ausschalte, das geht jetzt so einfach anscheinend nicht mehr, glaube ich. Das konnte man vorher knopftechnisch belegen und ich glaube, das haben sie jetzt geändert. Konnte ich nicht hier auch runter? Ah, hier ist verschlossen, okay. Das hat mich nur gerade irritiert, rein vom Levelaufbau. Okay, nee, alles klar, dann wird wahrscheinlich Serin jetzt da unten chillen und mit uns ein Quetschchen halten, denke ich mal, oder? Willst du mit mir quatschen, ja oder nein? Wir werden es sehen. So, kann man hier noch ein bisschen was weghauen? Macht das irgendwie Sinn? Nee, ne? Was mache ich da? Ich bin im falschen Game. So, komm, gehen wir mal hier rein. Klopfen wir mal. Serin, bist du da? Oh, great one. I pray to thee. Please, shelter the poor and feed the hungry. Guide me through this endless darkness. Habe ich ja echt zum richtigen Moment aufgehört mit dem Game, also wo ich jetzt ein, zwei Wochen nicht gezockt habe. Jetzt, wo die Story so richtig anzieht und ich nicht mehr Bescheid weiß. Bitter. Hallo. Who are you? Minerva sent me to rescue you, Archon. You look weak. This stardust. I won't take it, please. Don't worry. My body is not of importance. Did Minerva send you? Where's Andreas? Is he... I had no choice. He'd lost his mind. I don't blame you.
I felt it long ago, but could do nothing about it. What's happening out there? Why would Minerva work with an outsider? Please, tell me everything. I'll tell you what I know. Thank you. And Andreas. If he's still with us, please take me to him. I beg you. All right. An Archon who entered politics to give a voice to the slaves. Choosing to stand with her beloved people while the very fabric of society is torn asunder. But the guard's swords reduced those who believed in the Saintess to nothing more than stardust. The Saintess herself became a captive in the name of upholding justice. An overly idealistic leader who would sooner or later fall victim to their own naivety. Ich mag die Story-Zusammenfassungen ja total. Sind richtig cool gemacht, finde ich. Mag ich generell bei Spielen. Serene, I won't apologize for what I've done. I know. You really do know how to make a person angry, you know? I won't forgive you this time. You killed them to feed me. Andreas, you betrayed my trust. No matter. You lived. By the gods. Child, thank you. And thank Minerva for all you've done. No need to thank me. It was my objective to help you. You should rest first. You look exhausted. No, I must go. The situation outside. I understand now. Aphis is in dire need of help. You and Minerva are the closest thing we have to hope. I'm glad. Here. I once carried this for identification, but never really had any other use for it. I'm surprised to hear it has more significance. Perhaps the gods guided me to this moment. We should return to the shelter together. That won't be necessary. Evangelos. Perhaps you should go? By myself? My lady, I'm the last guard captain you have left. No, I go where you go. Though it would be nice if we could lighten the workload. I'm afraid that won't be possible. We still have a lot of work to do. Yeah, thought as much. Relikt des Archons der Zivilisten. Krass. Andreas, ja, gibt's ein paar Tagebucheinträge. Jetzt habe ich natürlich hier meine Bossbelohnung sozusagen erhalten. Dann würde ich sagen, nutzen wir das hier auch noch. Talentpunkt geschluckt, wunderbar. Kann ja nicht schaden. Hier können wir jetzt wahrscheinlich Gegenstand nutzen oder ausschalten. Konnte ich den? Ah, genau, ich hätte statt der Bombe auch hier meinen Schimmer hinlegen können, ne? Das war das ja auch noch. Gut, alles klar. Ansonsten haben wir hier Talentpunkte und so weiter bekommen. Erfahrungspunkte auch ein bisschen. Ja, hat gerade gereicht für ein Level-Up. Wunderbar. Traumhaft. Hast du sonst noch was zu sagen? I feel much better already. You're welcome. What will you do next? My relationship with the Black Streets is complicated. If the War Axe are no longer listening to reason, I have no choice but to return to the Aristoi Quarter first. I must get back in touch with some Aristoi and stabilize my situation before resuming my fight for the poor. Also... Wait, that's a lot of places. We've been stuck here too long. It's time to get moving. Well, all right. Is there anything else you'd like to know? I'd be happy to help. Über den Schlächter der Geheiligten sprechen, über die Vereinigung der Aristoi sprechen. Jo, jetzt können wir hier einiges fragen. Fragen, warum Eumenides sie sehen wollte.
Warum will Eumenides es euch unbedingt sehen? Bevor ich euch traf, war mir nicht klar, wie gefährlich Eumenides Plan war. Wir standen uns nahe, es überrascht mich nicht, dass er mich sehen wollte. Aber ich glaube nicht, dass ich gut in seine Planung passe. Deshalb habe ich ihm mehrfach eine Absage erteilt. Und doch besteht er darauf zu kommen und sagt immer und immer wieder das Gleiche, er ist seltsam. Wenn er wieder zu mir kommt, ist es noch unwahrscheinlicher, dass ich zustimme. War Eumenides schon immer so? Nein, er war netter und idealistischer. Jetzt ist er, wie soll ich sagen, hartnäckiger und sein einst freundliches Wesen hat sich gewandelt. Wie Andreas? Nun ja, das gilt nicht nur für sie. Wegen des Fluchs haben viele Menschen... Ich frage mich, ob es der Fluch war, der unsere Persönlichkeiten verändert hat, oder ob es eine natürliche Folge eines so langen Lebens ist. Wenn alles geklärt ist, werden wir eine Antwort darauf haben. Nun, die Probleme zwischen Barat und mir begannen schon vor Asterigos. Er hat mir sehr geholfen und mich unterstützt, bevor ich Archon wurde. Aber er hat so viele Menschen wehgetan. Das weiß ich. Ich bin nicht so naiv, dass ich nicht wüsste, was für eine Art Mensch er war. Aber wer länger unter den Aristoi verweilt, bekommt noch grausamere Dinge zu sehen. Für mich ist direkte Gewalt das gleiche wie die Manipulation und die Machenschaften der Mächtigen. Daher hatte ich keine Bedenken, Barat als meine Waffe zu benutzen. Habt ihr euch deswegen zerstritten? Der wahre Grund ist, dass ich seine Einwände ignorierte und mich für Eumenides aussprach, als Asterigos ausbrach. Barat dachte, ich hätte seine Hingabe und Freundschaft verraten, seitdem schickt er Leute, die mich erledigen sollen. Warum sie nicht in die Zuflucht gehen will? Ist etwas zwischen euch und Minerva vorgefallen? Ha, eure Direktheit gefällt mir. Der Hauptgrund ist, dass ich zu lange keinen Kontakt zur Außenwelt hatte und gern zuerst Aphis sehen möchte. Nachdem ich nun befreit bin, gibt es viel zu tun. Habt ihr keine Angst vor den Gefahren? Ich werde viel sicherer sein, sobald ich wieder im Aristoi-Viertel bin. Es ist noch nicht zu spät, um zurückzukehren und sich neu zu organisieren. Minerva würde mir bestimmt zustimmen. Aber ich möchte mit ihr insbesondere mit euch in Kontakt bleiben. Mit mir? Sie ist gewillt, mit einer Fremden zusammenzuarbeiten, also muss sie sich verändert haben, zum Besseren. War sie vorher sehr lästig? Nein, wartet, so meine ich das nicht. About Andreas. It wasn't your fault. No, I chose him as my guard captain, and trusted him over everyone else. I can't escape blame. He always shone a light on my mistakes, bluntly, and I needed someone like that. Because of that, I ignored his innate cruelness. You knew? They called him the Butcher of the Saintess. I should have recognized what that meant. He was my blade, but his knife was also pointed at me. That's the inescapable truth. Is there anything else I can help you with? You want to help me? I don't think you're a bad person, and you're looking to correct your mistakes. I'd like to help. All right, let me think. I need to distribute the remaining supplies at the temple to the people of the Black Streets. There's a War Axe member by the name of Skoltora at the border between the Black Streets and the outskirts who can help. The hunters in the swamp need supplies as well. Would you be willing to deliver them? Of course. Thank you. For Evangelos' sake as well. He looks exhausted. Na, wo ist das denn jetzt? Muss ich in die Außenbezirke und dort dann zu der Mauer dort laufen oder was? Gut, die kann jetzt überall sein. Der Typ da, wo wir hin sollen. Ja, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. What are you planning to do now? I wish to help the adherents. As a favor to Minerva. I'm sure nearly everyone thinks I'm dead, or has lost faith in me. Thanks to Minerva, I might be able to convince the Aristoi to help the poor in the Black Streets again. I don't understand. What does that have to do with Minerva? If the adherents can really help free people from the curse, then that means Aphis will require more manpower again. Because of this, I can convince the Aristoi and citizenry to value the people of the Black Streets again, and see them as more than just tools. I can help with that. Have you been to Argus Plaza before? Not yet. Let me know if you'll be going there. I'll see then if there's anything you can do. What are you planning to do now? I wish to help the adherents, as a favor to Minerva.
Hatte ich das gerade eben angeklickt? Ah ja, genau. Nee, gut, alles klar. Also das kann man erst später triggern. But after talking to you, you're more interesting than I'd expected for someone with a name like that. I never thought of myself as a good person, and I don't judge things as good or bad. If I don't dirty my hands, how can I help create a clean world for future generations? A sentiment shared by a certain dangerous individual. Petrius? Indeed. But there's a key difference between us. I'm always questioning myself as to whether I've made the right choice. I have regrets, I hesitate, and sometimes I'm afraid. I hope there are more beacons of light out there like you. It doesn't even matter if I'm criticized for my actions. Only then can I be sure that the world is changing for the better. Schlechter der Geheiligten. Ja, generell haben wir ja noch die Quest mit der Geheiligten. Vielleicht haben wir da jetzt was weitergeführt da mit der Nebenquest bei den schwarzen Straßen. Vielleicht war auch der Typ damit gemeint. Ich weiß das gar nicht mehr genau. You must be a fierce warrior. I know I couldn't take you. So thankfully you're on our side. Seltsam, ich dachte, ihr würdet in den Ruhestand gehen und Urlaub machen. Hört mit dem Spott auf, ich mag faul sein, aber trotzdem will ich Arkon Serin beschützen. Es ist doch normal, dass man nicht arbeiten will, oder? Ich werde schon bald sehr beschäftigt sein. Das werdet ihr tun müssen. Die Kommunikation zwischen Serin und den Aristoi unterstützen, Kontakte wiederherstellen, Nachrichten schicken, Treffen planen, Sternenstaub verteilen, Informationen sammeln und ordnen, Pläne ausführen. Gar nicht schlecht für jemanden, der nicht arbeiten will. Früher hat sich Andreas um all das gekümmert, aber er beschwerte sich weniger und war effizienter. Ihr scheint ziemlich viel von ihm zu halten. Ehre, wem Ehre gebührt. Jo. Nach seiner Meinung zu Andreas Fragen, die haben wir eigentlich gerade gehört. Was haltet ihr davon, was Andreas getan hat? Achso, meine Meinung, welche Meinung sollte ich denn haben? Ich schätze, er hatte nicht wirklich viele Optionen. Was hätte er sonst tun sollen? Wir leben nicht in einer friedvollen Welt des Überflusses, aber ich verstehe den Unmut meiner Brüder. Und auch, warum Odysseus gegangen ist, er hat seine eigenen Prinzipien. Was sie tun, ist ihre Sache, ich halte nur an meinem Leben fest. Mit einer etwas positiveren Einstellung wäre vielleicht manches besser. Das ist nur Gerede, so denke ich nicht. Warum sollte man sich mit Gedanken darüber quälen, was man hätte tun können? Ansonsten könnte ich auch sagen, dass sich die Dinge nicht so entwickelt hätten, wenn Arkon Serin Andreas Zuneigung nicht akzeptiert hätte. Was? Ihr habt es nicht bemerkt. Es war schon lange ein offenes Geheimnis. Was sonst könnte einen Mann dazu bringen, sich auf Kosten aller anderen Dinge so sehr anzustrengen? Wonach strebt ihr dann? Vielleicht nach einem Urlaub? Ja, dann macht es mal. So, mal wieder verklickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher war mit dem Schnelllaufen und Sprinten. Das war, glaube ich, alles hier mit Ausweichen und so. Das haben die echt auseinandergepflückt. Ich wollte mal wieder hier runterrennen und gucken, ob hier noch irgendwas ist. Weil wir sind ja direkt dann storymäßig hochgetrieben worden. Das wäre eigentlich so ein typisches Ding, dass hier noch irgendwas ist. Serins Tagebuch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Aber viel Story. Das Einzige, was mich tröstet, ist, dass die Menschen in den Außenbezirken unsere Ressource und den Sternenstaub erhalten haben. Es gibt noch viel zu tun, ich erwarte Aristoi Villabas Antwort. Er versprach mir, die Vorräte vom Bazar aus zu senden. Der Weg ist zwar länger, aber auch sicherer. Ich muss mich auch noch um die Reparatur der Gebäude und die Behandlung der Kranken kümmern. Andreas schickt schon eine Weile Speer zur Streitachse und plant unsere Operationen. Die Jäger weigern sich, mit uns zu sprechen, aber zumindest sind sie nicht feindselig. Das bedeutet, dass wir eine Chance haben, unsere Beziehungen in Zukunft zu verbessern. Villabas Lieferung ist noch immer nicht angekommen und ich mache mir Sorgen, sollte ich jemand hinüberschicken, um herauszufinden, was los ist. Ich habe endlich eine Antwort von Aristoi Ad-Kalan erhalten. Sobald sich mir die Gelegenheit bietet, zur Argus-Promenade zurückzukehren, kann ich mich beim Abendessen mit seinen Freunden austauschen. Vielleicht bekomme ich so eine Chance, mehr Leute davon zu überzeugen, die schwarzen Straßen zurückzuerobern. Ich kann diese altmodischen Wege, Kontakte zu knüpfen, nicht leiden, aber es ist eine gute Gelegenheit. Ich habe sofort zurückgeschrieben, um einen passenden Termin für diese Abendgesellschaft festzulegen. Die Streitachse schickt Leute
Um uns einzuschüchtern, ich kenne Barat nur zu gut. Ich könnte jederzeit gehen, aber ich muss an diese Menschen denken. Sobald ich gehe, wird die Streitaxt ihr Schicksal besiegeln. Und wie ich erwartet hatte, kamen heute Nacht Menschen aus den Bezirken und flehten mich an, sie mitzunehmen. Ich werde Adkalan erneut kontaktieren. An wen könnte ich mich sonst noch wenden? Blaustern, Alexandra, Vasili, Narkis. Je mehr, desto besser. Ich muss die Aristoi dazu auffordern, für die Rechte der Armen einzustehen, obwohl ich weiß, dass es keinen von ihnen wirklich interessiert. Barat weigert sich noch immer zu verhandeln. Ich muss ihm das bestmögliche Angebot machen, aber ich mache mir Sorgen darüber, dass die von ihm geschickten Trottel mein Angebot richtig verstehen. Andreas meinte, dass ich fortgehen solle und ich habe beschlossen, vorübergehend in den Tempel der Gnade zu ziehen. Falls wirklich etwas passieren sollte, wird die Verteidigung von dort aus einfacher sein. Alexandra sagte mir, ich solle umgehend zur Promenade zurückkehren. Habe ich eine andere Wahl? Niemand interessiert es, was mit den Armen geschieht. Villabar hat nur die Hälfte der versprochenen Vorräte geschickt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wenn Andreas doch nur aufhören würde, mir immer dieselben Dinge aufzuflüstern oder zuzuflüstern. Die Streitaxt hat ihren Angriff begonnen. Noch können wir sie abwehren, aber sie werden nicht lange gesittet bleiben. Ich habe Späher in die schwarzen Straßen geschickt. Ich war überrascht, dass die Leute dort nicht wussten, dass ich die Argus-Promenade verlassen habe. Barat hält die Menschen davon ab, mich zu erwähnen. Das muss bedeuten, dass die Moral dort sehr schwach ist. Vielleicht kann ich mir das zunutze machen. Ja, das muss was mit der Quest zu tun haben. Bin ich mir eigentlich sicher. Also mit dieser geheiligten Quest da. Nur einer der Aristoi, weil da ging es ja auch um die Geheiligte, ob die wirklich existiert und bla bla bla, und anscheinend ist sie das, ja. Nur einer der Aristoi hat mir geantwortet, aber auch er wird keine Flüchtlinge aufnehmen. Verflucht soll er sein. Das hier ist mein Tagebuch, da muss ich nicht höflich sein, oder? Andreas stachelt mich schon wieder an. Es ist mir egal. Ich erinnere mich an einen Aristoi-Fraktionschef, der nicht gut mit Barat auskam. Wie war gleich noch sein Name? Ich muss ihn herausfinden. Vielleicht wird es mir später helfen. Wie hieß es er denn nur? Es war auf jeden Fall nicht Luca Nick. Den würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Er ist noch mal 100-mal schlimmer als Barat. Ich werde Späher aussenden, um den Namen in Erfahrung zu bringen und die Wahrheit über meinen Aufenthaltsort zu verbreiten. Ich werde die Bewohner der Schwarzen Straßen wissen lassen, dass was mit mir geschehen ist. Ich kann den Lauf der Dinge noch immer ändern. Ich vertraue darauf, dass mich die Götter leiten werden. Dieser Andreas, ich kann nicht glauben, dass er mich wirklich eingesperrt hat. Dieser Hinterlistige. Er soll mich zumindest nicht tatenlos herumsitzen lassen. Was denkt er, wie lange er mich hier festhalten kann? Ich kann es nicht fassen, dieser Mistkerl. Bei den Göttern der Sterne, Andreas meint es ernst. Ich hätte verhindern müssen, dass er meine wahren Beweggründe herausfindet. Wäre es anders gekommen, hätte ich gesagt, ich hoffe, ich sterbe mit dir zusammen. Ich weiß es nicht. Ich bin eine Idiotin. Mir war bewusst, dass er andere Anliegen hatte als ich. Es ist das erste Mal, dass ich nichts mehr tun kann. Interessant. 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 Definitiv. So, spring. Gute Dame, spring doch. Du kannst doch springen jetzt. Gut, alles klar. Bringt nur nichts. Da kann sie nicht hochspringen. Ja, gut. Was war das gerade? Was war das für ein Sound? Keine Ahnung, was das für ein Sound war. Gut, ja, genau. Von hier kam man ja. Da war doch gerade ein merkwürdiger Sound, oder? Bin ich gerade bescheuert? So. Dann brettern wir mal weiter. Lalala, lalala. Spring und lauf weiter. Ja, Marathonläufer macht jetzt noch weniger Sinn als vorher eh schon, ne? So, da ist die gute Dame. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir weiter vorgehen. Was ist, wenn ich jetzt hier rausbrettere? Passiert jetzt storytechnisch noch irgendwas? Oder muss ich jetzt wirklich, ja, zurückreisen? Versunkene Außenbezirke. Bringt das Relikt des Archons, der Zivilisten zu Minerva, in die Zuflucht zurück. Ja, soweit, so gut. Passiert hier noch irgendwas? Da vorne war ja der Speicherslot. Was für mich jetzt wichtiger wäre Waffen aufwerten und noch... Ach stimmt, wir hatten noch eventuell einen Talisman bekommen, schätze ich mal, oder?
Talentpunkte mache ich sonst, Mann. War da nicht ein Talisman dabei? Anscheinend nicht, oder? Was hatte ich denn da bekommen? Irgendwas hatte ich doch bekommen vom Bossfight noch. Das muss ich mir angucken. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht mehr. Da stand irgendwas. Also klar, die normalen Items da. Hier Material, hier sowas, ne? Ah, da habe ich zwei Sachen bekommen. Echt jetzt? Was ist das da unten? Zu verteilende Vorräte. Achso, ne, die haben wir bekommen wegen der Nebenquest. Vorräte, von denen Serin hofft, dass sie an die Armen in den schwarzen Straßen oder den versunkenen Außenbezirken verteilt werden können. Serin hat den gesamten Sternenstaub und sämtliche Vorräte eingesammelt, ja, die noch hier waren, und die müssen wir verteilen. Und das hier haben wir bekommen. Dieses Arkonitenrelikt gehört dem asphesischen Archon der Zivilisten. Als eines der drei asphesischen Arkonitenrelikte steht dieser wichtige uralte Gegenstand für den Status des Archon der Zivilisten. Allerdings scheint dieses Relikt nicht nur ein reines Statussymbol zu sein, sondern auch einem anderen Zweck dienen. Ja, oder zu dienen. Ich meinte, ich hätte da noch was bekommen. Vielleicht war es sowas hier. Kann sein, beschädigtes, wertvolles Schmuckstück. Vielleicht habe ich sowas bekommen. Gut. Muss ja fast so sein. Ist unser Spot wieder da? Nein! Unser Farm-Spot. Ja, vielleicht kommt der wieder. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich das irgendwie wiederherstellen oder so. So, lauf, gute Dame, lauf. Wir müssen in unsere Zuflucht zurück. So, interagieren. Teleport. So, in die Zuflucht. Wunderschön. Da möchte ich nämlich ganz kurz beim Schmied vorbei und, wie gesagt, dieses eine Medaillon noch gerade abgeben, und dann war's das. Und dann machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter, geben dann bei Minerva den Gram ab und so weiter und schauen mal, was abgeht. Und ob ich mich in alten Gebieten nochmal umschaue und skille und tun und mache und was weiß ich. Ja, weiß ich ja. So, Schmiedin, kannst du noch irgendwelche Waffen von mir upgraden? Waffen verstärken. Ging da was? Ja, genau. Wir haben die Stücke gebraucht, um den Stab weiter abzugraden. Wunderschön. Das ist traumhaft. So, jetzt geht es nämlich hier auch direkt ab. Können wir weiter upgraden und direkt... Ah, jetzt fehlt uns hier der zerfallene Sternenkern. Der fehlt uns. Aber ansonsten sieht das schon gut aus. Und dann können wir alle anderen Waffen so allmählich so ein bisschen hochziehen. Machen wir mal den hier. Oder? Alles so ein bisschen. Kostet ja kaum was. Solange wir die Sachen da im Überfluss haben. Ja, jetzt geht's hier wieder an die Stücke. Joa. Mach ich mal die Dolche hoch. Die sind noch ganz nice. Wobei Schwert und Schild auch noch ein paar coole Skills hat. Ja, machen wir's mal so. Wunderschön. So, und dann halt hier vorne. Ich weiß echt nicht, ob ich das so hatte. Von der Steuerung her. Keine Ahnung. So, geben wir hier noch was ab. Nee, das hier sprechen. Genau. Bion, I found this at the entrance to the temple pass in the sunken outskirts. Vangelis's dog tag. Huh. They finally reunited among the stars. They were good friends? More than that, they were inseparable. If Odysseus was a man of principle, Vangelis could be described as both boring and stubborn. Their differences were a constant source of arguments. Many times, I thought their friendship was surely over, but the next day, I'd see them in the tavern together. That sounds so sweet. They were true brothers. Yes, it was interesting at first. The others loved to joke about them. But after seeing them for so long, I wish they could have taken a step back sometimes. Perhaps then, they would have bickered less. It couldn't have been easy for you. There were a lot of soldiers more difficult than them. I worried too much. I just felt bad for them. If they hadn't joined Andreas, things would have been much easier for them. I warned them long ago to stay away from him. Even if they admired Serene, there were other options. What was that? Oh, nothing. Just complaining, I suppose. Ja, und wieder so ein Stück bekommen. So, wunderschön, traumhaft, da hat sich nichts getan. Nee, alles klar. Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Jo, für den Ruhm der drei.
ich bin begeistert, dann geht's hier weiter, dann werden wir mit Minerva sprechen und storymäßig was auslösen. Und dann müssen wir zu Narkis, der Argus-Promenade oder Styx, Otto, wie auch immer, müssen wir mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wünsche euch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann, ciao.